Ey Bro, wo wollen wir jetzt die Junior-Rad-News drehen? Wir brauchen irgendwas, das mehr Schwung in die Junior-Rad-News bringt. Ich glaube, wir denken beide an das Gleiche. Hallo und herzlich willkommen zu den Junior-Rad-News. Wir melden uns mal hier aus dem Seilgarten. Wir haben ein paar Ankündigungen und wollen auch noch ein bisschen Revue passieren, was in den letzten Monaten so, was wir erreicht haben. Zu einem sind wir dankbar, dass bei unseren ganzen Veranstaltungen vom Volker, vom Troy bis zu den Jugendgottesdiensten mehr Leute gekommen sind, dort die Mitarbeiter gut vernetzt sind und echt dort alles klappt, immer mehr Leute kommen dazu. Aber auch sind wir dankbar, dass beim 20 Up immer mehr Leute kommen und dort dann auch dort die Kreise besser besucht werden. Wir sind froh, dass jetzt durch die Sommerzeit auch wieder mehr möglich ist und mehr klappt. Zum einen haben wir jetzt auch die Sommerparty geplant am 23.07. Seid da bitte auch am Start. Dort werden auch neue Slogan vorgestellt und unsere, was wir alles gemacht haben, so ein bisschen gezeigt. Genau, wie ihr schon vielleicht auf Instagram mitbekommen habt, haben wir uns jetzt ein neues Logo ausgesucht. Ihr könnt das auch nochmal sehen. Das ist jetzt das neue TMC-Logo. Auch für die Leute, die jetzt frisch in Folge dabei sind und davor wahrscheinlich bei den Konfis waren, haben wir auch noch ein cooles Programm für euch, nämlich das Invest. Wenn ihr Bock habt, euch mehr in die Gemeinde zu investieren, dort eure Talente neu zu entdecken und euch einzubringen, ist es echt eine coole Aktion. Das geht über ein Jahr und man trifft sich dort einmal die Woche. Dort lernt man viel über sich selber, Persönlichkeitstraining, aber auch mit dem Glauben. Und man entdeckt viele verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Technik oder auch Film oder auch Aufbau, Moderation, wo ihr sehen könnt, welche Talente liegen euch und wo wollt ihr hin. Genau, das dauert dann ein Jahr und danach bekommt ihr auch die Juleika-Card, kann euch helfen. Dann kann euer Arbeitgeber später sehen, dass er euch ehrenamtlich engagiert hat und die wird in vielen Berufen auch echt hoch angesehen. Also meldet euch an, ist echt eine coole Aktion. Das waren die Junior-Rad-News für diesen Monat. Wir wissen noch nicht, ob wir die nächsten auch wieder machen werden. Wird sich dann auch mit der Zeit ergeben. Jedenfalls uns hat es gefreut, dieses ganze Jahr euch immer auf dem Laufenden zu halten. Hoffentlich habt ihr es auch genossen. Und man sieht sich dann. Auf jeden Fall. Ciao, ciao.